Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video zeige ich dir mal die neue Navigation mit dem Bosch Kiox Display. Viel Spaß damit! Bosch hat per Software-Update für alle bisherigen Kiox-Modelle eine einfache Basisnavigation mit der Smartphone-App nachgerüstet. Dazu musst du im ersten Schritt mal die App auf deinem Smartphone aktualisieren. Das ist noch recht einfach. Danach wird es schon ein bisschen komplizierter, denn das Update auf dem Kiox ist manchmal nicht ganz so einfach. Das sollte eigentlich einfach so loslaufen und das Update runterladen und auf den Kiox überspielen. Funktioniert allerdings nicht immer zuverlässig. Wenn du da Probleme hast, ich habe ein paar Tipps und Tricks bei mir auf dem Blog zusammengefasst. Da gibt es den Artikel, den habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Und an diesem Fahrrad hier habe ich schon mal das Update durchgeführt und zeige dir, wie du eine Navigation starten kannst und wie sich das Ganze dann während der Fahrt auswirkt. Bevor du die Navigation startest, prüf mal hier auf der Seite, ob auch wirklich das Mobiltelefon verbunden ist. Die eigentliche Navigationsseite findest du dann im Normalfall ganz hinten in der Reihenfolge. Und dann kannst du hier auf dem Smartphone auf die Kartenseite wechseln. Kannst hier sagen, einfach einmal auf die Karte tippen und dann auswählen, welche Routenvariante du haben möchtest und dann mit Route auf Kiox starten und OK, landet auch schon die Strecke als Linie auf deinem Display. Du kannst hier auch noch herauszoomen, dann siehst du die Strecke als Komplettstrecke oder heranzoomen. Das Ganze funktioniert auch nur am Smartphone. Am Kiox kannst du unterwegs in der Navigation nichts einstellen. Ich beende das jetzt hier mal, gehe zurück und hier oben über die Suchschaltfläche kannst du dann auch noch deine gespeicherten Routen aufrufen, zum Beispiel aus Outdoor Active oder das hier sind geplante Touren vom Bosch Online Portal. Wie du da eine Strecke planen kannst, werde ich demnächst auch noch mal hier in einem getrennten Video zeigen. Damit du da nichts verpasst, drück unbedingt unten auf den Abo-Button. Und wenn ich jetzt hier mal die E-Bike-Tour aufrufe, wie gesagt, die ist in Komoot geplant, kann ich Route auf Kiox starten. Der Startpunkt ist ziemlich weit weg, da kann ich jetzt entscheiden, ob ich erst zum Start geführt werden möchte oder mit Nein fängt er nach kurzer Berechnungszeit an, eine Strecke, naja, möglichst nah an die vorbeiführende Tour heranzurechnen. Und jetzt kann man schon das Telefon ausschalten und in die Hosentasche packen und die Navigation nur noch auf dem Kiox verfolgen. An der Stelle noch ein kurzer Tipp, wenn also die E-Bike-App sich nicht mit dem Fahrrad verbinden möchte, habe ich gute Erfahrungen gemacht in die Einstellungen Apps und hier die Bosch-App öffnen und beenden erzwingen auszuwählen. Und wenn du sie dann das nächste Mal startest, dann hat bei mir im Normalfall die Verbindung zwischen Kiox und App wieder sehr gut funktioniert. Noch eine Besonderheit möchte ich dir zeigen, und zwar kannst du ja im Bosch-Portal Strecken planen ohne Navigation, also einfach nur der Linie nachfahren. Und ich habe hier mal so eine Strecke vorbereitet, schicke die an den Kiox, erst die bekannte Warnung, dass die Strecke zu weit ist. Ich sage Nein und schicke sie an den Kiox und kriege jetzt hier eine Information, dass es kein erneutes Routing gibt.
Das ist ja auch okay und erwartet. Allerdings ist es so, dass wenn ich hier umschalte, auch keine Linie auf dem Kiox-Display angezeigt wird. Und hier sollte Bosch unbedingt noch nacharbeiten und auch diese Linie dann zumindest anzeigen. Hier habe ich eine auf dem Bosch-Portal geplante Route. Ich habe zwar Zwischenziele gesetzt und wollte die eigentlich genau definieren, allerdings habe ich jetzt in diesem Moment immer noch die Möglichkeit, mich zwischen schnell, schön und Mountainbike zu entscheiden. Nach meinen ersten Erfahrungen hat das dann Auswirkungen auf das Rerouting, wenn du die Strecke verlässt. Ansonsten hält er sich schon sehr gut an die zuvor am Computer geplante Strecke. Du kannst also hier nochmal auswählen und dann Route auf Kiox starten. Und ich möchte mich direkt an die Route hin navigieren lassen. Und jetzt kann es hier auch schon losgehen. Damit du da jetzt mal einen Einblick kriegst, wie diese Navigation dann während der Fahrt ausschaut, spiele ich dir jetzt einfach mal ein paar verschiedene Fahrszenen ein. Als erstes mal hier eine klassische Abbiegesituation mit Links-Rechts-Kombination in der Stadt. Dabei ist wichtig zu wissen, dass du keine Information auf dem Display bekommst, wie weit es noch bis zur nächsten Abzweigung ist, auch keine akustischen Signaltöne, und wenn du auf einer der Datenseiten bist, dann hast du keine Chance zu erkennen, wann eine Abzweigung kommt. Du musst also immer die Kartenseite im Blick haben, um anhand der Linie geführt zu werden. Hier ignoriere ich jetzt mal die Abzweigung nach rechts. Du siehst, wie schnell das System den Fehler erkannt hat, eine Alternativroute ohne ein Wendemanöver berechnet hat und hier in den nächsten Weg den Routenvorschlag reinlegt, und somit kann es dann auf der angepassten Route weitergehen. Hier mal ein Beispiel für etwas komplexere Straßenführungen. Du erkennst, dass es hier in dem Bogen nach rechts gehen soll und auch an dieser Kreuzung jetzt weiter rechts Bogen fahren. Und hier siehst du, dass es tendenziell eher nach links weitergeht. Und so kannst du doch recht gut die kommende Strecke abschätzen. Jetzt nochmal zwei komplexere Abbiegemanöver, bei denen es tendenziell geradeaus weitergeht, wo allerdings gerne Pfeilnavigationssysteme mit einem, wie hier jetzt, Rechtspfeil kommen würden und es dann meistens nicht mehr schaffen würden, den direkt folgenden Linksabbiegepfeil zu bringen. Auf dem Kiox-Display siehst du die Strecke vor dir und kannst dich darauf einstellen, dass es tendenziell geradeaus weitergeht. Das Ende der Strecke wird mit dem B-Buchstaben auf der Strecke angezeigt, und sobald du dein Ziel erreicht hast, wird dir das auch auf dem Display signalisiert. Am Ende der Tour ist hier noch das Telefon verbunden, und da empfehle ich dir, dass du den Kiox eingeschaltet vom Fahrrad abnimmst. Er wird jetzt quasi in einen Sync gezwungen und beendet deine Fahrt automatisch und zeigt dir hier auf dem Display noch ein paar Informationen zur letzten Tour an. Das Ganze kannst du auch über die rechte Taste schneller durchblättern oder einfach über die linke Taste den Kiox ausschalten. Soweit mein erster Blick auf die Navigation mit dem Bosch Kiox Display. Ist schon mal ein ganz guter Anfang. An einigen Punkten muss Bosch noch ein bisschen per Software nachbessern. Ich werde das Ganze im Auge behalten. Das kannst du dann auf dem Blog bei mir verfolgen.
Und wenn dir das Video geholfen hat, gib mir einen Daumen hoch. Zukünftige Videos verpasst du nicht mehr, wenn du unten auf die Abo-Schaltfläche drückst. An der Seite habe ich dir noch ein paar weitere spannende Videos verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Matthias. Thank you.